I should speak about money, but I will not do it. Ich sollte eigentlich über Geld reden, aber ich werde es nicht tun. I would like to speak about stones. Ich werde heute über Steine reden. I have a big one. Ich habe eine große. It's a blue one called amethyst. Es ist ein blaues namens Amethyst. Amethyst. And I have a small one, it's a shiny one, it's called topaz. Und ich habe ein kleine, der blitzend, der glänzt, namens topaz. Yeah. Yeah. Beautiful. I have some more at home. Also sehr schön. Ich habe sehr, sehr viel davon. You might ask yourself, please, Rainer, what do stones have to deal with the Bible? Würdet ihr wahrscheinlich wundern, was, Rainer, was möchtest du über die Steine reden? What do they have to do with the Bible? Was haben sie mit unserer Bibel zu tun? Who ever read about amethyst, topaz, agate and several, we called it, precious stones in the Bible? Is there something about stones in the Bible? There Amen. Is. Wer von euch schon mal über diese wertvollen Steine in der Bibel gelesen hat? Nicht wahr? Diese Steine. Where, please? For the temple. The temple to come. There is a scripture. Mac, maybe you can hook up the verse in Revelation 21:19. Und ja, wie gesagt, die Steine stehen auch in der Bibel und es ist in Offenbarung 21:19 geschrieben. Oh yes. So there are the English terms for the stones. Some of them I found here. It's about the future. Und solche Steine haben sich eine Bezeichnung auch in der Zukunft. Ja. Yeah. The new Jerusalem temple will build with these stones, not with those. Und die neue Jerusalem würde mit solchen Steinen gebaut, nicht ganz normale Wände, so wie... It's not concrete or bricks. Es ist keine Beton oder Yton, sondern wertvolle Steine. And every stone, they have one in common. There are 12 stones, but they have something in common. Okay. Das sind 12 unterschiedliche Steine, aber jeder Steine haben Bezeichnung und die haben eine Verbindung. If you look, I can see the light. In every stone, there is a special thing, the light goes through it. Und wenn ich das so sehe und angucke, ein Stein, gibt es ein Sicht, ein Durchblick, den ich durchsehen kann. We say something about there are precious stones because the light goes through and intenses their color. Und wir können das so sehen, dass sie so wertvoll sind, denn man kann die Steine durchblicken und die strahlen sich. When we speak about the new Jerusalem to come, we speak about the glory of God. Und wenn wir über neue Jerusalem reden, wir reden über Gott, Gottes glory, Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes. And his light. Und sein Licht goes through the bricks, goes through the walls and shines all around. Und seine Herrlichkeit und Licht leuchtet durch die Mauer, durch die Wände. And this is not only something to come, we have it here. Und das ist nicht nur was passieren, sondern wir haben es hier. The glory of God shines through this screen, to that screen, to the mic, to our sanctuary. The glory of God is now not precious stones, it's every equipment we have. Und die Herrlichkeit Gottes, die
vergleichsweise mit Steinleuchten ist auch nicht nur durch die Mauer, durch die Tempel, sondern wir haben die auch hier sichtbar, beziehungsweise zum Beispiel für unsere Screen, das sind auch ein gutes Beispiel. Durch unsere Screen, durch überall hier leuchtet die Helligkeit Gottes. And it has been as well in the past. It has the same been in the past. Und ist auch gleichzeitig war das auch von damals so. Mac, if there's a chance to hook up the scripture Exodus 24, verse 10. Und Exodus 24, verse 10. Wenn wir in die zweite Mose kommen. 24:10, then there's the same scripture. There have been Moses and 70 other members of the people of Israel. Ja, in die zweite Mose 24:10. Yes. Steht geschrieben. Moses with 70 members, they went up the hill, they saw this. Mose und seine 70 Begleitung sind in die on the hill of, we call it Horeb, it was a holy mountain in the area of Sinai. Und die sind in diesen heiligen Berge gekommen. And where there is God, there are precious stones, und shining dort, stones. Und dort in diesen heiligen Berge befindet sich wertvolle Steine wie diese. God wants to speak about his glory shining through anything which is surrounding him. Und Gott spricht seine Herrlichkeit in jeder Dinge, die wir uns sehen können. He says, when you want the high priest to have a suit, it should be with stones. Und wenn ein Höherpriester seine Gewand anhat, sollte das mit Steine beschmückt. It means God wants you to know everything you invest, his glory wants to shine through. Amen. Und bedeutet, dass Gott das, was er das, was wir investieren sollte, sollte die Herrlichkeit Gottes sichtbar sein. I'm pretty convinced this little bill, this little euro, 10 euro bill, is something like a precious stone. The glory of God shines through it if we do it there. Und vergleichbare unsere Geld sind gleichgemäß wie wertvoller Stein. Unsere Finanzen sind genauso, geben auch genauso Helligkeit für Gott. And a million euro outside in the hand of a person who does not know God is not as value than 10 euro invested here. Und im Vergleich, wenn ein Gottloser, der Millionen schwer ist, ist wertlos, Millionen sind wertlos als unsere 10 Euro. Therefore, I would like to encourage your self-giving, your giving, I would like to encourage you, you invest that the glory of God might shine through these walls outside, through the door outside. Und deshalb möchten wir euch ermutigen, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu stellen durch eure Finanzen. Yeah. Nicht, ja, genau. Every chair, every light, every screen, every cleaning is a part of that. Und jeder Stuhl und jeder Bild und auch unsere Arbeit leuchtet ein Helligkeit Gottes. Yes. So I would like to speak a prayer and then we can start our offering for his glory. Und lass uns erstmal zusammen beten und dann können wir uns Opfergabe bereiten. Yes. Lord, Amen. Thank you for your glory as a light.
Herr, danke für deine Herrlichkeit als Licht in uns. And we are waiting to see it when we are be when we be with you together. Und wir werden uns damit freuen, wenn wir mit dir zusammen sein. But we are already expecting you here and we see you now and we are so glad that this is your presence today in this very minute here in our room. Aber wir werden auch deine Herrlichkeit hier spüren in deinem Haus hier und heute. And therefore I bless every giving, every tithing, every euro which we collecting to increase your glory in this room. Deshalb wir segnen jeder Euro, den wir sammeln, Herr, und diese sei die Herrlichkeit in deine yes. Königreich sein. In Jesus' name, amen. In Jesus' Name, Amen. Kingdom come, for us be it.